zusammen, willkommen bei Toys & Fun. Ich bin jetzt mit der Corona, willkommen zu einem neuen Video. Liebe Leute, heute haben wir hier ein riesen Überraschungsei voll mit Play-Doh-Knete zusammengeklebt und das Ganze werden wir heute aufmachen. Wie ihr schon im Titel vielleicht lesen konntet, werden wir da bestimmte Sachen drin finden. Das werde ich jetzt nicht verraten. Nur für die Leute, die im Titel gelesen haben, wissen schon, was auf euch zukommt. Aber sonst werden wir das gemeinsam jetzt hier alles hier öffnen. Dieses Überraschungsei ist so riesig, ich weiß gar nicht, wie ich das hier aufmachen soll. Wie ihr schon sehen könnt, wir haben hier ungefähr 3 Play-Doh-Dosen aufeinander gestapelt. Das sind die großen Dosen und es ist erstmal so, ich würde sagen, so 2/3 hoch. Da kommt noch eine Dose, vielleicht noch 2,5 Dosen können da noch draufpassen oder 1/2 Dosen. Auf jeden Fall verdammt riesig! So, liebe Leute, dann kommen wir mal zum Überraschungsei hier. Das ist hier, wie schon sehen könnt, habe ich hier 2 Augen dran. Dann hier überall Play-Doh-Teig oder Play-Doh-Knete. Hier ist auch mal zugeknebt. Hier haben wir noch so eine kleine, was soll das sein? Irgendwas, was hier glitzert. Und hier unten geht es dann auch weiter. Wär cool. Wir haben das hier lila. Hier haben wir so einen leichten Übergang Richtung lila. Und hier haben wir es nochmal rot. Mal kurz mal drehen. Hier ist es, ups. Hier haben wir nochmal rote Knete und ich muss sagen, jetzt haben wir ein Minion, würde ich sagen. Das eine Auge ist mir schon hier abgefallen. Aber naja, was soll's? So, dann drehen wir das Ganze nochmal hier so ein bisschen. Ich weiß gar nicht, wie ich das hier aufmachen soll, weil das einfach so riesig ist. So, meine Kamera rutscht auch die ganze Zeit hin und her. Aber naja, wie gesagt, hier haben wir noch was Türkises. Und hier geht es wieder in die lila Richtung. Das ist gar nicht lila. Das ist lila. Eieiei. Naja, egal. So, erstmal entfernen wir hier die Augen. Da habe ich einfach hier so einen Kreis gemacht. Und hier mal als Pupille so eine schwarze Kugel. So, dann machen wir das von hier mal auf. Wie ihr schon sehen könnt, jetzt hier dann rot. Haben eine rote Hülle. So. Jetzt den von hier oben auch noch ab. Ja, sehr cool, sehr cool, sehr cool. Dann machen wir das Grüne hier. Sehr lang. Ich habe jetzt ungefähr mindestens 6-7 Play-Doh-Knetdosen, die großen, opfern müssen, um das Ganze hier umzuwickeln. So. Das sollte reichen. Ja, das Rote soll ich jetzt auch noch anmachen. Lass ich erstmal dran. Das untere lasse ich auch mal dran. Jetzt kommt. Was haben wir hier drin? Was befindet sich hier in diesem riesen Überraschungsei? Tada! Wir haben hier Anti-Stress. Anti-Stress-Kawaii-Figuren, könnte man so sagen. Oh, jetzt ist das schwer. So, Moment, die Kamera stellen wir nochmal hin. Und dann zeige ich euch, was wir hier in diesem Überraschungsei so alles drin gefunden haben. Aber erstmal muss diese Riesenknete weg. So, so. Wir haben hier einmal eine Krawall-Milchtüte. Ach, das fühlt sich so cool an. Das ist so flauschig und so weich. Man kann es einfach zerdrücken. Und das Ganze geht hier wieder auf. Sehr, sehr klein und sehr süß. Das ist hier Anti-Stress-Kawaii Nummer 1. Dann haben wir hier, der ist richtig cool, so ein Schoko. Eine Schoko-Tafel. Auch sehr cool zum Zusammendrücken. Da könnte man ja einmal reinbeißen. Wenn Dr. Wachstan hier wäre, wird er auf jeden Fall mal reinbeißen. Auf jeden Fall sehr entspannt. Das fühlt sich einfach sehr cool an. Ich kann euch gar nicht beschreiben, was für ein Stoff das ist. So, das ist hier Nummer 2. Dann haben wir hier noch einen Kawaii-Burger. Sehr süß, sehr niedlich. Aber mit schwarzen Patties. Mit schwarzem Fleischstück. Naja, anscheinend ist das dann wohl verbrannt. Aber auch sehr cool. Schaut euch das mal lieber an. Wir haben hier Tomaten, Salat und ein bisschen Käse. Sehr cool. Cool. Dann haben wir hier, haben wir noch eine Torte mit Erdbeeren oben drauf. Sieht auch mega cool aus.
Oh Mann, oh Mann. Der ganze Stress geht hier weg. So, was haben wir dann noch? Zu guter Letzt haben wir hier noch einmal Popcorn. Sehr, sehr, sehr cool. Sieht sehr, sehr, sehr schön aus. Hier haben wir so einen Popcorn-Behälter, wie man es aus dem Kino kennt. So einen Becher. Und dann haben wir hier oben Popcorn. Aber das ist hier gelb. Gut. Ich finde jetzt nicht so schlimm, aber an sich finde ich sehr, sehr cool. Liebe Leute, ich glaube, das ganze Teil ist leer. Wollt ihr noch so ein Video sehen, dann schreibt es doch mal in die Kommentare. Vielleicht finde ich auch so ein riesen Überraschungsei, also Play-Doh-Überraschungsei mit Playmobil-Figuren oder mit Lego-Figuren oder mit Stickern oder mit Elsa oder mit Barbie-Sachen oder mit komplett neuen Spielsachen. Wir lassen uns einfach mal überraschen, liebe Leute. Wenn ihr auf jeden Fall mehr davon sehen wollt, dann abonniert mal kostenlos den Kanal. Sonst schaut auch mal euch die anderen Videos an, die wir für euch aufgenommen haben. Und liebe Leute, ich würde sagen, ich bin der Spielzeug-Guru. Vielen Dank, dass ihr bis zum Ende durchgeschaut habt. Und wir sehen uns in den nächsten Videos wieder. Tschüss!